Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video hier vom Cruising the Balkans Event. Wir stehen hier noch in Galați in Rumänien. Wir sind bei 13 von 15, was Road to the Black Sea betrifft. Insgesamt bei 28 von 30. Und wir schauen mal, was der Frachtmarkt so sagt, wohin es gehen kann. Da waren wir da schon? Ne, ich glaube nicht, ne? War ich schon in Veliko? Mal gucken. Nee. Da waren wir noch nicht. Es könnte nach dort gehen, wieder den Weg zurück. Für 10.700 Bukarest waren wir schon. Ich will jetzt mal nachgucken, ob wir da wirklich noch nicht gewesen sind. Ich habe es zwar auch nicht aufgeschrieben, aber sicher ist sicher. Ne, in Veliko Tarnovo waren wir nicht. Wir haben ja von Karlovo dann den Auftrag angenommen. Gut, ich würde dann sagen, nicht lang schnacken. Dann fahren wir nochmal Containerbäume oder fahren wir Nylonschnur? Wir gucken einfach nochmal, ob es noch. Okay, nevermind. Da gut, nehmen wir den Auftrag, der am meisten Kohle bringt. Dann fahren wir Containerbäume von Lowfield, kann ich nicht lesen. Nach Veliko. Schon wieder vergessen. War es Tarnovo? In Bulgarien zu Balkan Loco. 4.760 Kilogramm. Reparieren wir uns vorher. In Galati ging es nicht zu reparieren, da war ja was. Dann reparieren wir uns in... Okay, in Nicotano, wo geht's auch nicht. Dann reparieren wir uns am Ende des Events. Also sprich, wenn wir sowieso dann den Truck switchen. Wir nicht raus. Jetzt geht hier. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Vorne glaube ich raus. Oder war es ein Hof? Einfahrt. Ah, okay. Nevermind. Ich erinnere mich wieder. Biege nach rechts ab. Also genau, also. Oh Gott, ich sehe hier gerade gar nichts. Kommt nichts, da kommt auch nichts, sehr schön. Können wir ein bisschen ausholen. Können wir auch ganz rumkommen. Wie gesagt, ich werde dann hier nochmal in den Renault springen. Und dem dann den Paintjob geben, weil der Paintjob wird ja hier in dem DAF XD immer noch nicht funktionieren. Haben wir im letzten oder vorletzten Video schon nachgeschaut. Es hat sich dahingehend auch nichts geändert. Gab kein Update, kein Patch, whatever. Wo das hätte behoben werden können. Nichtsdestotrotz werde ich den Truck mitsamt Trailer reparieren. Den Trailer würde ich sowieso reparieren. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir den Truck ja dann auch reparieren. Wo auch immer wir dann die Fahrt im morgigen Video beenden werden. Und dann fahre ich nochmal 4 Touren vom Balkan und zum Balkan mit dem neuen Paintjob. Mit dem Paintjob, den man dann bekommt. Und dann haben wir auch schon den
23. und dann geht für mich auch, beziehungsweise für mich schon ein bisschen früher, aber dann geht es mit dem Christmas Winterland Event los. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich auch schon ein bisschen, ziemlich viel noch vorproduzieren, bevor ich damit eventuell am Donnerstag anfange. In meinem Leichtsinn habe ich nämlich irgendwie damit gerechnet, ja, ich fange einfach dann an, also am Donnerstag damit an, mit den Aufnahmen. Was schon sinnig ist, dann kann ich die eigentlich auch schon bearbeiten und hochladen, aber hinten rein. Irgendwie ran. Aber ja, schauen wir mal. Weil ich weiß noch nicht ganz, ob ich das hinbekommen würde. Stück für Stück, wenn ich zwar nur vorproduziert habe für. Okay. Ja, wenn ich vorproduziert habe für den 24. und 25. Wie ich dann in der Woche vom Dings Zeit habe. Von Silvester und Neujahr. An den Neujahr ist es ja nicht. Das ist ja der 25. Fertig zum bis zum 31. Dann wollen wir mal 357 Kilometer. Elva ist aufgestiegen. Ist auch mal nicht verkehrt. Kriegt Iran wohl abgezahlt. Wir sind bei über 300.000. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Freie Bahn. Nach Velikotano. Mittlerweile wieder eine halbe Stunde vergangen. Zwischen der kurzen Pause, Anführungszeichen. Nur noch 70, runter auf 50. Sehr gut. Und verlassen wir wieder das kleine Städtchen, das kleine Dörfchen. In einem Rutsch dürfen wir es auch schaffen, naja doch. Dann muss nochmal getankt werden. Soll geschlafen werden und getankt werden muss auch. Das mit dem Tank habe ich gar nicht erst gesehen. Das war eigentlich fast nur so gesagt. Moment, wir fahren. Fangen auch schon wieder. Über Russe rein.
Also auf jeden Fall noch eine halbe Stunde. Also nicht eine echte halbe Stunde, sondern eine halbe Stunde. Schon bei der Truck ist ja auch mittlerweile schon ein bisschen ramponierter. Check Engine und so, aber die wird einfach da jetzt sogar behoben, wenn wir dann endlich mal eine Werkstatt haben. Rechts halten und dann rechts abbiegen. So. Dann biege nach rechts ab. Tanken brauchen wir noch nicht. So trinken wir es schon auch wieder nicht. Ja, super. Man könnte ja mal gucken, ob was kommt. Oder so machen und dann. Die Vorderschnauze kaputt machen. Wir müssen den wieder eigenhändig ausschalten, hier den Scheibenwischer. Ich finde unten wieder interessant, dass man einfach auf der anderen Spur halt eine Erhöhung hat. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und weiter mit den 80 Kilometer schon, ne? Wieder in eine Stadt hinein. Ein Dörfchen. Das wird wieder so hin und her werden. Ich glaube, ich werde aber jetzt auch nach diesem Video doch nichts mehr aufnehmen, weil einfach zu viel Zeit gestohlen wurde durch unnötigen Scheiß. Dann werde ich dann morgen das letzte Video aufnehmen. Und auch wieder unter 50. Okay, never mind. Die biegt einfach so ab. Die Spur, die Straße führt ja weiter. Hä? Es sind doch nur noch 50. Der Pferd war flott. Jetzt auch wieder links herum.
auch interessant. Wie gesagt, die Abfahrt an sich, ich habe ja das Gefühl, dass es ist eine durchgezogene Linie gewesen. Links halten und dann links abbiegen. Okay, nee, never mind. Biege nach links ab. Trotzdem wäre es rechtsrum wahrscheinlich ein schneller. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Und wieder mit Zug. Mittlerweile ist auch schon wieder eine halbe Stunde mehr vergangen. Ich glaube sogar mehr. Einfach nebenbei gerade und dann rechts abbiegen. Hoppla. Biege nach rechts ab. Einfach nebenbei, weil halt, wie gesagt, nebenbei gerade die PS4 halt auf ist wegen. Biege nach links ab. Wegen den Rocket League Tournaments und da war gerade ein Tournament und ja. Das erste Tournament habe ich verloren, haben wir verloren. Und das zweite Tournament dann ging dann bis ins Finale und gewonnen, deswegen ist das, glaube ich, locker eine Stunde jetzt wieder vergangen. Das ist eine lange Datei, die ich sehr, sehr weit kürzen werde. Das heißt, also wie gesagt, ich habe ja sowieso noch diese Fahrt heute aufgenommen. Eine Fahrt am Morgen. Nach Arbeit. Dann morgen Video. Die letzte Frage geben, der Truck wird repariert, der Trailer wird repariert und der Renault und der Trailer bekommen. Immer geradeaus. Den neuen Paintjob. Demnächst rechts abbiegen. Und dann fahre ich, wie gesagt, noch vier Fahrten. Biege nach rechts ab. Den ETS 2. War ein bisschen eng um die Kurve, vor allem rechts sehr eng. Da fehlte nicht viel. Dann fahren wir noch ein bisschen hier im Balkan oder von und zum Balkan. Je nachdem. Und dann geht es ran ans Eingemachte vom Weihnachtsevent. Demnächst links abbiegen. Ich will ganz vergessen, dass wir ja Containerbäume fahren. Wir fahren jetzt nach Richtung Russa. Und wieder dieser wunderschöne Fahrt, wo man immer eigentlich blockiert wird. Und deswegen ist ja doch relativ zeitnah hier wieder weiter. Ich habe eine Umfrage, läuft noch? Oder läuft die Umfrage noch? Oder ist schon wieder da? Irgendeine Umfrage wird laufen.
Vielleicht wird es jetzt gerade nur um den LKW gehen. Um das Modell gehen, nicht mal um den LKW selber. Das weiß ich jetzt gerade selber nicht mehr. Hoch auf 80. Gleich wieder runter auf 50. Weil es sich ja so sehr lohnt, auf 80 hoch zu fahren. Und wir sind in Giorgio. Der gegenüberliegenden Seite von Russe. Halten wir schon mal links. Es war ein Kreisverkehr, wer meint. Erst kommt der Kreisverkehr und da links halten. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ich glaube, diesmal werde ich das Tournament aber jetzt nicht machen. Ich werde jetzt mal diese Fahrt hier zu Ende fahren. Noch mehr Unterbrechung kann ich nicht gebrauchen. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Machen wir das mal. Vielleicht werde ich die Zeit nutzen und dann lieber die Videos rendern, dass ich die dann schon mal gerendert habe und vielleicht auch sogar schon ins Hochladen bekomme. Demnächst rechts abbiegen. Dass ich dann morgen wirklich nur noch aufnehmen muss. Biege nach rechts ab. Dann wäre schon viel geholfen. Weil ich dann morgen noch eben die Aufnahme starten muss. Nach dem Einkaufen und nach der Arbeit. Nimm diese Ausfahrt. Und halten wir uns hier wieder rechts. Gesamtgewicht von lediglich 18 Tonnen. Okay, da ist ein Zug gespawnt. Das erste Mal, dass wir einen Zug hier sehen, werden wir hier entlang fahren. Der auch die Grenze überquert. Jetzt muss ich nochmal gucken. Habe ich schon oder habe ich noch nicht? Ich habe schon, als es geregnet hat. Ist einfach viel. Es ist einfach zwei Stunden her. Über zwei Stunden seit dem Aufnahmestart dieser Aufnahme. Deswegen war ich mir unsicher, ob ich bereits schon. Ach, die fährt ja nicht 40, da war ja was. Ob ich bereits schon das Thumbnail der Folge gescreenshottet habe. Wie gesagt, zu viel Zeit vergangen. Mehr als mir lieb war. Mehr Zeit hätte ich garantiert noch eine andere Folge nehmen können, aber gut. Kann man ja nicht wissen, dass man im Tournament so weit kommt. Da ist ja auch noch das Video von der letzten Season ausstehen, was raus ich noch veröffentlichen muss.
Und dann fahren wir jetzt auch mal wieder hier durch. Durch die Röntgenhalle auf der anderen Seite. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Da kommen wir jetzt noch mal die Papiere, die wir zeigen müssen. Biege nach rechts ab. Und dann sind wir jetzt auch wieder in Bulgarien. Und dann noch ein bisschen Weg vor uns nach Fileko, Tarnovo, irgend sowas. Es ist einfach zu lange her. Tarnovo. Veliko Tarnovo. Da müssen wir auch erstmal aus Russ wieder raus. Stunde 43, bis wir dort sind. Stimmt das? Ja. Dann sind wir ja schon fast da. Nimm demnächst die Ausfahrt links. Aber natürlich. Ausfahrt links nehmen. Links. Rechts abbiegen. Ich nehme die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Gar nicht mehr, wo man sonst hier mal auffuhr. In die andere Richtung. Am Kreis hier rechts, oder? Dritte Ausfahrt nehmen. Wir sind hier bestimmt mal gewesen. Ja, es war hier rechts. Deswegen war schon in Ordnung, so zu fahren. Nimm diese Ausfahrt. Wollen wir mal schön mit Russe im Hintergrund. Fernsehturm oder was auch immer, was wahrscheinlich ist. Funkturm. Weil wir nicht durch Russe durchfahren, sondern wir fahren Autobahn hauptsächlich. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Die Aufnahme läuft ja schon lange noch. Erwarte ich immer noch hier einen Trolleybus, der vor uns fährt. Aber er fehlt bisher. Ich erinnere mich wieder. Das ist auch echt ein nicer Weg. Ach, stimmt. Jetzt weiß ich auch wieder, wo die Fahrt unten lang geht. Die Fahrt oben sind wir im letzten Video gefahren. Ich glaube, links halten. Nee, doch nicht. Ich bin gerade überlegen, habe ich schon eine 1,49 Gewitter? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Bitte links halten. Noch zweispurig, oder? Gut, einspurige Autobahn wäre natürlich auch weird. Okay, nevermind, ist ja keine Autobahn, sondern
eine Landstraße. Schon Autobahn ist ja, glaube ich, grün. Jetzt geht auch nochmal voll weiter voran, zumindest was. Ist das kurz dreispurig? Okay, ich darf natürlich mal wieder schneller ist hier. Hat das endlich geschafft, uns zu überholen, ne? Weil so lange war sie auch wieder nicht hinter uns her. Ah, schon schön mit ganzen Zuglinien hier. Das ist schon bei Veliko Tarnovo. Das ging jetzt sehr schnell. Dann ist ja auch gut, dass ich dieses längere Video gleich noch wegrendere. Also nicht weil Platz war, sondern einfach. Es muss ja sowieso weggerendert werden. Ach, ich hätte diese dämliche 50 hier. Jedes Mal aufs Neue. Aber ja, wenig über Lanovo. Da waren wir nicht gewesen. Da hatten wir nur die schöne Stadt. Überall Unterführung gehabt. Da ging der Aufliegerschaden noch weiter höher. Ging jetzt auf die Fracht? Nee. Biege nach rechts ab. Sehr gut. Sieht ja auch nice aus hier. Wohnkomplex wahrscheinlich. Bitte links halten. Gleich mal links natürlich. Aber schon nice Wege, schön gemacht. Okay, vielleicht die 45 waren nicht nötig. Vielleicht 50. Oh, doch 40. Sehr gut. Ja, 60 sind noch erlaubt. Abbiegen und dann haben wir, glaube ich, auch einen Schlafplatz. Ne, jetzt müssen wir tanken. Aber es riecht auch nach Schlafplatz aus. Ui. Es ist schon eine nice Gegend. Demnächst links abbiegen. Ja, da können wir auch schlafen. Sehr gut. Biege nach links ab. Das ist bei Balkan Loco. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Thank you.
einparken. Dann laden wir mal ab. Okay, wir fahren los. Ach. Wieder dasselbe. Jetzt war wirklich... Ausgezeichnete Containerbäume von Galati nach Velikotanovo geliefert, gefahren, Strecke 368 Kilometer. Dauer, ja gut, wahrscheinlich fast abzüglich der 2 Stunden, wahrscheinlich ist es so 50 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 112 Liter. Das war der 172. erledigte ETS-2 World of Flux-Vertrag. 12.000 gab es knapp dafür, 515 Erfahrungspunkte. Da wollte ich nicht drauf drücken. Wobei eigentlich geradeaus raus und dann der Tanke. Dann haben wir diese Fahrt auch abgeschlossen. Die 14. von 15 bzw. die 29. von 30. Dann können wir im morgigen Video die letzte Fahrt, die zumindest relevant ist für mich, abschließen. Community Goal wurde ja schon achieved, das heißt, es wird einfach nur noch so eine quasi Leerfahrt sein, die ich dann mit dem neuen Paint Shop mache, bevor ich mich dann ans Weihnachts-Event machen. Oh Gott, doch so nah. Doch so eng die Kurve nehmen. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir die letzte Fahrt anstreben hier vom Cruising The Balkans Event, bevor wir dann mit dem neuen Paint Shop, mit dem neuen Trailer Paint Shop dann noch die eine oder andere Fahrt machen, bevor dann das Weihnachts-Event losgeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!